was geht ab? Hier ist euer Number One der Leichtspiel gesehen. Einzelnen von euch und hoffe, euch geht es gut. In diesem Video zeige ich euch die neue Karte, die ich vor 4 Tagen angefangen habe, die Hunger Game Karte. Und hier befindet sich ein Nether-Portal. Und ihr fragt euch, what the fuck, ein Nether-Portal zum Nether? Ja, Leute, das war auch mal wieder eine Idee von mir, weil der Spawnpunkt ja auf dem offenen Meer war. Da wird auch nochmal eine Plattform gemacht, extra für die Leute, die neu auf dieser Map kommen und spawnen, dass sie direkt in diesen Nether-Portal reingehen können und quasi hier in diesen Nether. Und dann war meine zweite Überlegung halt, hier noch eine Wand zu setzen, sonst laufen die ja überall lang und dann muss ich die trotzdem zu mir teleportieren. Und das zum Vereinfachen, dass die Leute halt gegen die Wand laufen theoretisch und sagen immer, da geht ja nicht weiter, wir gehen einfach wieder durch den Nether-Portal wieder zurück, weil da gab es da was zu sehen, und dann spawnen die auf so einer Plattform. Das war halt meine Idee, dass es verleichtert wird halt für die Leute, die neu auf diesen Server kommen. Dann kommt man hier so durch so einen engen Raum durch, beziehungsweise ja, engen Raum, durch so einen engen Gang eher gesagt. Dann kommt man halt die Treppen hoch, hier ist auch ein Leuchtfeuer halt von der Location halt, von dieser Spawnplatte, wo halt 8 Leute zusammen in einer Sekunde, theoretisch in 3-4 Sekunden runterfallen auf dem Boden, auf dieser Insel und sich gegenseitig bekriegen, das heißt Sachen finden können, durch Labyrinthen gehen, fallen, viele fallen, sehr viel Location halt, das. Aber dazu kommen wir halt im Livestream dazu oder in dem nächsten Videos werde ich euch das alles zeigen in Ruhe. Dann war meine zweite Idee halt, in diesem Hunger Game halt oben Eisengitter zu setzen, dort halt indirekt so Feuer einzuplanen. Das heißt quasi, wenn ein Spieler jetzt hier eintretet, passt auf Leute, auch wenn ihr mal dabei seid, dann geht ihr hier hinein und dann drückt ihr den Hebel und nicht als Horst im Moment, natürlich, wenn ich das als Download freigebe, seid ihr der Horst. Aber ich meine halt, im Moment bin ich ja noch der Horst, weil das noch mein Server ist und ich werde das jetzt erstmal spielen mit euch zusammen im Livestream nach und nach. Und jetzt zum Beispiel, wenn man halt hier drauf drückt, dann sieht der Horst halt, die Flammen sind an, okay, da ist ein Spieler drin. Nicht, also bitte nicht überall drücken, sondern einfach nur drücken, wenn man halt in diesem Loch ist, dann nach oben halt den Schalter betätigen, ich gehe rum und sehe halt, man könnte auch sagen, man sieht halt die Köpfe, aber halt als Spaß nebenbei kann man halt sagen, dass man da auch die Flammen hat. So eine kleine Idee nebenbei, ihr könnt ja mal schreiben, wie eure Meinung dazu ist, dann muss ich halt hier noch weiterbauen, aber das nach und nach, jeden Tag, mindestens 1 Woche oder 2 Wochen werde ich das Projekt loslegen und anfangen mit dem Location hier mit euch zusammen hier im Livestream, dann drücke ich halt den Knopf und alle 8 Spieler fallen runter und dann müssen wir uns halt beeilen und alle Kisten abfarmen, das heißt quasi die besten Rüstungen rausfischen und rumgehen und die besten Sachen von den besten halt herausfinden, dann haben wir Jump in One hier und so sieht halt die Location von hier unten aus, ich hoffe euch gefällt es, es ist meine eigene Kreation mit den Leuten hier zusammen, halt wo ich geplant habe und gedacht habe, so muss das ungefähr aussehen. Dann habe ich mir gedacht, halt hier, wo der Strand ist, weil wir haben ja die Map erweitert. Hier kommt noch ein Schiff hin. Ihr werdet das halt in den nächsten Videos wirklich versprochen sehen, wie das halt alles mit den ganzen Veränderungen sind. Dann haben wir überlegt, halt eine Holzbrücke rüberzusetzen. Dann hat der Hassan da ein traumhaftes Schloss hingebaut von Disney. Guck mal, das sieht bis jetzt noch richtig geil aus. Die Innenausstattung werde ich, glaube ich, machen mit Treppenstufen und alles. Dann haben wir drüben noch ein Schloss. Da muss ich auch noch ein bisschen weiterbauen. Dann haben wir dort hinten eine gerade Fläche, da habe ich überlegt, da halt so ein Dschungelparadies zu bauen, quasi so halt 3-4 Häuser. Und dann hier halt, dazu kommen wir zum nächsten Video, halt, ja, oder ich könnte das auch jetzt theoretisch sagen, halt auch ein Jump in One da oben, halt quasi, dass man halt über so einen Baum hochklettern müsste, der umgefallen ist, mal gucken, ob ich das wirklich schaffen kann, wie das aussieht, aber quasi jetzt zum Beispiel hier, wie findet ihr einfach nur die Location? Schreibt mal eure Meinung dazu. Also ich habe mir auch sehr viel Mühe gegeben mit meinen Leuten zusammen. Auch wieder viele Stunden getroppt dafür. Und ich hoffe, euch gefällt es. Wenn das der Fall ist, lasst ein Like da, dann sehe ich das ja. Und wenn es euch wirklich nicht gefallen hat, quasi die Map, wie die aufgebaut ist als Hunger Game. Natürlich ist sie noch lange nicht fertig. Überall werden noch Bäume hingesetzt. Aber dennoch, schämt euch nicht, wenn euch das wirklich nicht gefällt, ein Dislike zu geben. Aber dennoch, wenn euch wirklich das mit der Map gefallen hat, dann lasst ein Like, also drückt und droppt den Like-Button auch mehrmals theoretisch, um mich zu unterstützen bei diesem Projekt auch noch, außer mein eigenes Haus oder City of the Community. Ja, und jetzt sind wir quasi durch. Ihr habt quasi noch nicht alles gesehen. Deswegen sage ich mal, ich werde unten unterm Video in der Infobox halt hinschreiben, den Link zu dem Twitch-Channel. Dort könnt ihr ab nächste Woche, übernächste Woche halt vorbeischauen und dann werden wir hier diese Hunger Game
machen, starten, bekämpfen und dann werde ich auch das innere Leben sehen, die ganzen Labyrinthen, also übelst viele Sachen dabei, richtig schwer auch dabei zu sagen, halt, es gibt Gänge, da kommt man fast gar nicht durch, klar, man muss das halt selber auch ausprobieren, ob machbar ist, dass man überall durchkommt, dann haben wir hier hinten nochmal so ein Dschungelgebiet, wo die ganzen Häuser auf den Bäumen stehen, Tempel, wo man durch den Tempel durchgehen kann mit Fallen und alles drum und dran. Ja, jetzt bin ich theoretisch schon durch mit dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns einfach bei einem nächsten Video bei mir auf dem Kanal oder auf dem Twitch-Channel. Haut rein und tschüss.